aber ich das weiß ich noch nicht. Diese Woche mit Romuald Lacazette gesprochen wahrscheinlich und ein bisschen gewarnt auch, oder? Dass er sich sowas nicht mehr erlauben soll, wie jetzt in Münster. Ja, Romo und ich haben ein sehr enges Verhältnis. Das ist auch bekannt, dass wir auch dementsprechend dann auch sprechen, dass ich mir das auch ganz klar gesagt habe, dass es nicht geht, die Aktion. Das weiß er aber auch selber. Das hat er dann auch selber nochmal gesehen. Ich habe es ihm auch nochmal gezeigt. Im Spiel nimmt man es, glaube ich, mal anders wahr oder öfters anders wahr, als das dann wirklich ausschaut. Er sagt, im Spiel war es für ihn jetzt gar nicht mal so schlimm, aber wenn man die Bilder sieht, dann muss man ganz klar sagen, das war eine rote Karte und dann hätten wir auch nichts, wir hätten uns nicht beschweren können, wenn Romo nach 10 Minuten vom Platz geflogen wäre. Und deswegen muss er einfach daraus lernen. Er ist immer ja noch erst 24, also ist immer noch kein gestandener Spieler. Er ist immer noch ein Spieler, der auch sich entwickeln muss, der auch Fehler macht. Aber er muss einfach daraus lernen, dass einfach diese, was ich gesagt habe, diese Balance zwischen Emotionalität und zwischen einfach sachlichem Zweikampfverhalten einfach findet.